Wenn Steinmeier mittlerweile dafür ist, Quantanamo-Häftlinge in Deutschland aufzunehmen, dann ist das zu begrüßen. Aber er muss sich fragen lassen, warum die Bundesregierung 2007 das noch abgelehnt hat. Doch während man Steinmeier Doppelzüngigkeit vorwerfen kann, muss man Müntefering geschmacklose Verharmlosung des Faschismus vorwerfen. Müntefering behauptet, nicht belegbar, die Linke betreibe nationale soziale Politik. Dies ist eine Frechheit. Denn die Linke hat Antifaschismus als Grundkonsens festgeschrieben. Müntefering bedient damit die finstersten Traditionen der Sozialdemokratie, nach der der Hauptfeind auf der linken Seite und nicht bei den Antidemokraten auf der rechten Seite steht. Die SPD sollte linke Politik machen, statt auf die Linke einzuprügeln.